Was geht ab, Leute? Janko hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Leute, heute ist schon der 8. Tag von Ramadan. Ich finde das auf jeden Fall krass, wie schnell die Zeit umgeht. Überleg mal, schon über eine Woche bin ich am Fasten. Ich werde natürlich auch den ganzen Ramadan durchfasten. Ich finde das nur krass, wie schnell die Zeit umgeht, wenn man fastet. Das ist auf jeden Fall unglaublich. Ich finde das auch auf jeden Fall krass, dass ich jetzt jeden Tag für euch ein Video hochgeladen habe. So seit 8 Tagen lade ich jeden Tag für euch ein Video hoch. Ich finde das auf jeden Fall krass, dass ich mal so aktiv werde. Aber ich bin ehrlich, Leute, das macht mir auch Spaß. Ich stehe jeden Tag morgens auf, drehe ein Video für euch und lade es abends auf YouTube hoch. So 2 Stunden später ist Iftar. Das ist perfekt eigentlich. Ich habe sozusagen seit den Ferien einen geregelten Tagesablauf, wenn man das so sagen kann. Aber bald sind ja auch meine Ferien zu Ende, dann habe ich wieder Schule. Natürlich werde ich auch in der Schulzeit jeden Tag für euch ein Video vorbereiten und auch auf YouTube hochladen. Wird zwar stressig, aber ich werde das trotzdem irgendwie hinbekommen. Da ich ja diese Ramadan Diaries Videos drehe, werde ich ja jeden Tag für euch ein Video hochladen. Ich habe euch versprochen, ich werde jeden Tag ein Video hochladen, selbst wenn das Video auch nur 2 Minuten wird. Ich werde auf jeden Fall jeden Tag ein Video hochladen. Also ich werde mich auf jeden Fall einmal am Tag bei euch melden. Auf jeden Fall bin ich gerade eben aufgestanden, Leute, und wurde schon von euch full zugespammt, also von meinen Zuschauern wurde ich full zugespammt. Auf Instagram und auf Snapchat haben mir Leute Videos geschickt von Ali Hakim, beziehungsweise was für ein Video, die haben mir eine Story geschickt von Ali Hakim. Der hatte wohl auf seiner Instagram-Story über mich geredet und hat irgendetwas zugegeben. Der hat irgendwie zugegeben, dass er ein Video von mir geklaut hatte, was ich auch auf jeden Fall krass finde, dass er das überhaupt zugibt. Aber ich blende das Video kurz mal hier ein. Ich habe mich gefragt, ob ich das Video von Djanko habe, weil er das ja auch, ich glaube, 2 Tage vor mir hochgeladen hat und ich habe das Video dann auch gedreht. Ja, Leute, ich kann euch jetzt schon mal sagen, das Video habe ich von Djanko, beziehungsweise so, ich habe mir das Video angeschaut, es war richtig geil. Sag ich jetzt einmal so, hat mir gefallen, habe ich es einfach auch gemacht. Und ja. Ja, Leute, was ich auf jeden Fall krass finde, dass er das überhaupt zugibt, so. Aber was ich nicht verstehe, er hat ja so einen Hass auf mich, ne? Wie gesagt, er hat ja so einen Hass auf mich. Aber wieso schaut er dann alle meine Videos und kopiert dann auch noch ein Video von mir? So, ich habe nichts dagegen, wenn Leute meine Videos kopieren. Können die ruhig machen. Aber wenn du selber persönlich zu mir sagst, du magst mich nicht, wieso kopierst du da meine Videos? Weißt du, wie ich das meine? So, das verstehe ich gerade gar nicht. Aber egal, kopier ruhig meine Videos, ist nicht schlimm. Kannst du ruhig weitermachen. Aber ich finde das auf jeden Fall krass, dass du das überhaupt zugibst, so. Erstmal Respekt an dich für diese Sache. Ich will jetzt nicht sagen, dass Ali Hakim ein perfekter Mensch ist, Leute. Ne, ihr wisst, ihr kennt ja meine Meinung über ihn. So, er bleibt trotzdem auf irgendeine Art und Weise ehrenlos. Der bleibt einfach in meinen Augen ehrenlos. Punkt. Da wird sich auch, glaube ich, niemals was dran ändern. Was ich nur nicht gecheckt habe, ist, wieso kopiert er ein Video von mir, wenn er meine Videos nicht feiert? So, verstehe ich gerade null. Aber egal, soll er ruhig machen. Er hat zwar jetzt nur eine Sache zugegeben, Leute, aber da sind noch 1000 Fragen offen und die hat er alle noch gar nicht zugegeben. Zum Beispiel das mit seinen Abonnenten und das mit diesem einen Mädchen. Das könnte der auch langsam zugeben. So, ich hatte da full Beweise und er hat das trotzdem nicht zugegeben, was ich bis heute nicht verstehen kann. Und jetzt sehe ich, er hat wieder so einen Prank hochgeladen mit seiner Freundin, dass er irgendwie Schluss macht, so. Das ist wieder Thumb-Fake, da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Er hat schon 5 Videos hochgeladen, wo er mit seiner Freundin Schluss macht, also ein Prank. Und dann wollt ihr mir sagen, dass diese Pranks echt sind. So, das finde ich auf jeden Fall unnötig. Selbst wenn diese Pranks echt wären, Leute, würde ich solche Sachen niemals auf YouTube hochladen. Seine Freundin hat einfach im Video geweint. Seine Freundin hat wirklich im Video geweint. Ob das Wein von seiner Freundin jetzt echt war oder nicht, steht noch offen, so, das weiß niemand. Das Ding ist, Leute, selbst wenn das Video fake ist, bleibt er ehrenlos. Und selbst wenn das Video echt ist, bleibt er ehrenlos. Wisst ihr, was ich meine? Weil man dreht keine Fake-Pranks, man verarscht seine Zuschauer nicht. Und wenn dieser Prank echt war, man bringt seine Freundin nicht zum Wein, Leute. Und das schon nicht vor Kamera, Alter. Stell mal vor, ihr habt eine Freundin, Leute, und ihr liebt sie über alles. Ihr seht sie weinen, sie weint richtig. Würdet ihr das auf YouTube hochladen, Leute? Würdet ihr das wirklich auf YouTube hochladen? Selbst wenn das Mädchen einverstanden damit wäre, würde ich das niemals auf YouTube hochladen. Nur für Klicks oder was? Für Klicks nutzt du deine Freundin aus? Sowas ist richtig ehrenlos in meinen Augen. Auf irgendeiner Hinsicht machst du das für die Klicks. Ist einfach so. Guck mal, Leute, bei mir kratzt es schon richtig am Stolz, wenn ich überhaupt meine Freundin mal auf YouTube zeigen würde. Ich würde niemals meine Freundin auf YouTube zeigen. Ich habe zwar jetzt keine Freundin, Leute, ne, war jetzt nur so gesagt, aber selbst wenn ich eine Freundin hätte, ich würde das niemals auf YouTube präsentieren. Ich würde meine Freundin einfach nicht auf YouTube präsentieren. Ich wäre der größte Hund, wenn ich die auf YouTube präsentieren würde. Es gibt immer da falsche Augen, wisst ihr, was ich meine? Die sagen, boah, seine Freundin ist richtig geil, Alter. Und damit würde ich niemals klarkommen. Damit würde ich einfach nicht klarkommen. Das krasse ist, Leute, manche YouTuber geilen sich drauf auf, ne? Wenn die sehen, boah, ey, die schreiben, meine Freundin ist richtig geil, boah, ja, Mann, Alter, ich habe eine richtig geile Perle. Die geilen sich drauf auf. Da denke ich manchmal, ey, ihr YouTuber, die meisten YouTuber haben auf jeden Fall einen weg, ich verstehe das nicht. Aber egal, muss jeder für sich selber wissen, ne? Was ich noch kurz ansprechen wollte, Leute, ich habe Bock, demnächst ein Format durchzuführen, noch an Ramadan. Ich werde das Iftar mit Abonnenten nennen. Ich werde versuchen, in viele Städte zu reisen, zusammen mit Lefrauke. Ihr kennt ja Lefrauke, das ist dieser eine Glatzkopf, mit dem wir ein Video gegen Bikir gedreht hatten. Mit dem werde ich in mehrere Städte fahren und mit ein paar Leuten Iftar essen. Irgendwo in einen Laden. Natürlich auf unseren Nacken, Leute, ne? Was ihr dafür tun müsst, ist
uns einfach auf Instagram anzuschreiben. Ihr könnt uns auch folgen, wenn ihr wollt, aber anschreiben reicht schon. Schreibt uns einfach an mit Hashtag Iftar und mit eurer Stadt. Einfach mit eurer Stadt schreiben. Dann werden wir das auf irgendeine Art und Weise verlosen, Leute, aber wir werden versuchen, mit sehr vielen Zuschauern wirklich Iftar zu essen. Natürlich werde ich jetzt nicht schaffen, mit jedem Zuschauer Iftar zu essen. Ist ja klar, Leute, 100.000 Abonnenten, wohin damit? Aber ich werde natürlich versuchen, mit vielen Zuschauern Iftar zu essen. Zusammen mit Lefrauke sogar, Leute. Ich will auch mal so meine Community kennenlernen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist auch mal was ganz anderes. Ich glaube, das hat noch niemand auf YouTube gebracht. Deswegen, Leute, folgt mir auf Instagram oder beziehungsweise schreibt mir auf Instagram. Das reicht schon, wenn ihr uns nur anschreibt. Ihr könnt Lefrauke und mich anschreiben. Ihr schreibt einfach Hashtag Iftar und mit eurer Stadt, Leute. Das reicht schon. Ja, Leute, was haltet ihr von dieser Aktion? Habt ihr Bock drauf? Wenn ja, dann lasst ein Like da. Auf ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Folgt mir auf Snapchat, folgt mir auf Instagram. Links sind natürlich in der Beschreibung. Und ja, Leute, passt auf euch auf. Macht keine Scheiße. Und haut rein.